Auf die Frage nach dem Berufswunsch kann es heutzutage passieren, dass junge Frauen antworten, entweder werde ich Model bei Heidi Klum oder ich werde Spielerfrau. Sie war Model bei Heidi Klum, denn auch sie gehört zu dieser Generation Casting. Doch dann bog sie nicht ab Richtung Rasen, sondern Richtung Urwald und hat es im Urwald von Australien geschafft, mit Humor und mit Haltung Millionen Fernsehzuschauer zu begeistern. Unter anderem mit so schönen Sätzen wie: Den Dschungel habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Das hier ist alles so echt. Der berühmteste Satz allerdings lautet: Achtung, wir können hier nicht sterben, das haben wir vertraglich unterschrieben. Ob sich das Baden in Maden also gelohnt hat, wir werden Sie fragen. Freue mich sehr, dass du bei uns bist. Larissa Marold, herzlich willkommen. Und damals war das wirklich ein Sakrileg, darüber zu sprechen. Aber ich bin selbst ein Opfer dieser Sendung geworden, weil da waren lauter Leute in Bad Münstereifel am Pisseturm, am Sekturm, so heißt der, ne? Ja. Da wurde nämlich immer der Urin hingebracht, der von den Münstereifler Bürgern gesammelt wurde, weil damit konnte man nur früher Stoffe färben, ging nur mit Urinbehandlung. Und auch Walken ging nur mit Urin bis vor 150 Jahren. Urin ist die älteste Seife der Welt. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Das ist interessant. Ja, wie kann man eine Stunde in einer Sendung im Urwald drei Stunden nur über Urin? Ja, und ich habe schon 4 Bücher darüber geschrieben, ja, weil es ein atemberaubendes Thema ist. Ja. Ja. Larissa, lass mir gesagt sein. Ich glaube, die hätten im Urwald deutlich besser gerochen, wenn sie öfter mal sich mit Urin ein wenig gereinigt hätten. Ja, zweitens hätten sie alle Piekser, die sie abbekommen haben, hätten sehr genützt. Also, weil Urin ist derartig in allen Kulturen zu jeder Zeit, ich habe das ja auch am Anfang nicht geglaubt. Aber nun bin ich 25 Jahre zwangsbefasst mit dem Thema, weil nachdem ich die Sendung gemacht hatte, ja, bin ich aus der ganzen Welt eben überschwemmt worden. Ja. Das Buch ist in 7 Sprachen übersetzt worden. Aber das Deutsche ist ja dieses Energiethema, das sich seit letztem Jahr daraus entwickelt hat. Heißt? Handystrom wird aus Urin gewonnen. Es werden Batterien mit Urin betrieben. Generatoren, die Glühbirnen ans Leuchten bringen, mit Urin betrieben. Aber wir pinkeln morgens nicht auf den Akku, sondern wie läuft das dann? Ich denke, man muss demnächst sozusagen statt Nespresso, dass man in sein Badezimmer ein Gerät hat, wo man, es ist wirklich kein Traum, ja, wo man demnächst seinen Föhn und seinen Rasierer und seine elektrische Zahnbürste mit der Energie aus der eigenen Blase betreiben kann. Absolut. Also, wir machen Folgendes. Wir unterhalten uns nochmal sehr speziell, sehr lange, sehr intensiv nur über Urin. Wir beide, hier in dieser Sendung. Das finde ich spannend. Und dann reden wir mal ganz ernsthaft unter uns. Ich finde das sehr interessant. So, Larissa, herzlichen Dank. Jetzt, wo wir so viel über Urin gesprochen haben, muss ich pinkeln gehen? Ja, nein, wir sind auch gleich durch. Larissa, was ich vor allen Dingen wissen wollte, wie habt ihr euch denn sauber gehalten da im Urwald eigentlich? Wasser. Wir hatten so eine Dusche morgens. Gut, aber sauberes Wasser und Seife und all das, nee, was man das da so braucht? Nee, das war nicht wirklich sauber, aber also ich habe jetzt nicht dran gedacht, ob ich sauber bin oder nicht. Darf ich noch eine Bemerkung machen? Auf der ISS jetzt gerade trinken die Astronauten ihren gefilterten Urin. Hättet ihr auch machen können. So. Also, was ich vor allen Dingen. Stimmt das wirklich? Das stimmt wirklich. Stimmt, ja, das stimmt. Aber in Köln wird man sagen, das ist ein Biss verzellen, ne? Also immer, wenn ich um die Uhrzeit in irgendeiner Sendung bin, das letzte Mal war ich in irgendeiner Show, da haben sie, ich glaube, eine Stunde über oder eine halbe Stunde über Darm und Kacke gesprochen. Ich glaube, das war auch hier bei uns. Ich glaube, im Ernst, das war Darm mit Charme. Das ist eine sehr junge Medizinstudentin, die einen riesigen Bestseller gelandet hat, genau mit diesem Thema. Julia Enders, so heißt sie. Ja. Und die so faszinierend wie niemand anderer über den eigenen Darm berichtet. Zufälligerweise war ich da auch hier. Warst du auch? Ja. Also, nicht also, da, weil es war was anderes. Schließt sich der Kreis. Schließt sich der. Ja. Also, dann ist er weg.
weg davon. Ja. Der Dschungel ist eine ganze Weile her. Wir haben dich gesehen bei Let's Dance in der Zwischenzeit. Mhm. Wie geht's dir? Wie schaust du auf das zurück, was da jetzt passiert ist? Du bist ja da rein. Wir haben das alle gesehen damals und dachten, oh, 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 oh. Mhm. Das könnte böse werden, für sie vor allen Dingen, weil du dort auf eine Art und Weise unbequem warst, sage ich mal, für die anderen Mitbewohner, Mitcamper. Dass man dachte, okay, die wird es jetzt schwer haben. Und dann kippte das Ding plötzlich. Hat das angehalten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Dschungelcamp war für mich schon so ein Sprungbrett. Mhm. Vor allem jetzt in Deutschland. Ich habe danach sofort das nächste Angebot bekommen für Let's Dance, was für mich Wahnsinn ist. Weil Let's Dance ist die größte Ehre, die man haben kann. Weil nach dem Dschungel, dann in so ein Format rein, ist schon eine super Sache. Warum ist das eine Ehre? Eine Ehre insofern, weil es halt schwierig ist, teils dann vom Dschungel gleich in so, weil Let's Dance ist ein seriöses, wirklich hochqualitativ gutes Format, wo wirklich einfach gute Leute sind, wo es um Leistung geht, wo man sich von einer ganz neuen Seite zeigen kann. Und ich habe nach Let's Dance auch ganz, ganz viele Angebote bekommen. Heißt das, du hast irgendwann mal auch damit gehadert, dass du in das Camp reingegangen bist? Ich hatte riesige Angst, dass ich nach dem Dschungelcamp eventuell jetzt, das Risiko ist da, dass man dann keine seriösen Angebote mehr bekommt. Mhm. Aber Let's Dance hat mir einfach geholfen, mich von einer ganz anderen Seite wieder zu präsentieren und auch zu zeigen, ich kann mich bewegen, ich habe meinen Körper unter Kontrolle und ich kann auch ganz anders. Ich falle auch nicht die ganze Zeit durch den Urwald und so weiter und so fort. Und es ist halt wichtig in meinem Beruf, dass ich halt diese Vielseitigkeit zeige. Und es ist mir durch Let's Dance gelungen. Und danach nach Let's Dance ging es dann gleich weiter. Aber du wolltest doch eigentlich in die Schauspielerei. Genau. Also diese ganzen Geschichten sind doch eigentlich in Wahrheit der Umweg, um irgendwann in die Schauspielerei reinzukommen, oder nicht? Stimmt. Aber ich bin ja auch schon in der Schauspielerei drin. Ich habe jetzt schon zwei Filme gedreht. Der eine war im Kino, der andere kommt jetzt ins Kino. Wie heißen die? Der erste war Rise Up and Dance. Ist ein Tanzfilm. Gut, da tanze ich nicht, aber ich spiele trotzdem mit. Und der jetzige ist dann ein Psycho-Thriller, wo ich eine der Hauptrollen spiele. Wie heißt der? Hopped Up. Hopped Up? Hopped Up. Hopped Up. Genau, das ist mit Mike Fischer als Regisseur. Ja. Worum geht's da? Da geht's um schwerziehbare Mädchen, die... Spielst du die Hauptrolle? Ja. Nein, warum denn? Ja. Oder eine... Marissa, du musst wissen, wir haben dich alle hier sehr in unser Herz geschlossen, damit du das weißt. Eine der Hauptrollen, sagen wir so weit. Und ich habe ja auch schon bei... von Dani Lowinski, Anna und die Liebe. Also ich habe im Cop Stories, ich habe schon einige Rollen gespielt. Auch schon vor dem Dschungel. Bin ja auch im Theater groß geworden. Also das war schon immer da. Nur von Filmrollen allein kann ich nicht leben. Und bist du in den Dschungel wegen der Kohle? Ehrlich? Ich bin in den Dschungel, natürlich, Geld spielt natürlich eine Rolle, ich würde lügen, wenn nicht. Es war ein gutes Angebot, ich habe mir 4 Jahre Zeit, also ich habe ja schon mal dieses Angebot bekommen, habe aber meine Schauspielausbildung in Amerika zu Ende gemacht. Mhm. Und danach hatte ich nichts zu tun und dann bin ich in den Dschungel. Du hattest einfach freie Zeit. Genau. Schauen wir mal. Und ich dachte mir, die haben jetzt mir gesagt, also als ich in den Dschungel ging, bevor ich das alles... Bevor ich mich entschlossen habe, die haben auch zu mir gesagt, wenn du da reingehst, es kann am Ende ganz, ganz böse werden oder ganz gut. Und ich mag das irgendwie. Melanie Müller saß neulich hier und sagte, ich genieße jetzt mein neues Leben als Schrottpromi, sagte sie. Die hat eigentlich, die verdient wirklich gutes Geld. Ja, die macht auch einen sehr aufgeräumten Eindruck. Und es ist okay, ist jeder nur seine. Habt ihr Kontakt? Wir haben keinen Kontakt, das liegt aber wahrscheinlich auch an unserem Lebensstil zurzeit, weil wir nur reisen und so, aber... Man hört immer wieder voneinander. Man ruft sich an. Ja, unter anderem, natürlich. Und jetzt die Wahrheit? Okay. Aber ja, wenn sie Zeit, ja doch, SMS und so. Ja. Wenn du auf diese Zeit zurückschaust, wir haben hier gerade gehört von dem Sturm, den Carmen Thomas über sich ergehen lassen musste, beispielsweise. Mhm. Wir haben auch hier darüber gehört, wie schwierig es war, bestimmte Dinge dann auch unterm Teppich zu halten. Wie schaust du auf diese Zeit zurück, über diesen Wahnsinn, der da über dich wirklich medial hereingebrochen ist? Muss man sich das so vorstellen? Also zu Hause am Wörthersee mit Paparazzi hinter jeder Hecke und auch im Wasser? Ja, bei mir war halt das insofern ein bisschen... Ich sag mal, ich würde selbst sagen, unterhaltsam, weil zuerst war ich die Schande Österreichs. Es gab Leute, die haben eine Hassgruppe gebildet,
gesagt, ich schade dem Land, ich schade dem Tourismus. Und dann von einem Tag auf den anderen kriege ich irgendwie so einen Preis, so einen Award. Ach, danke, dass du hier bist, bist toll. Du bist die neue Sissi, das war dann so. Sozusagen, wir sind stolz auf dich. Und das ist halt dann auch für mich persönlich, wenn man dann alles liest im Nachhinein, wirklich, wenn man es, wenn dir Leute sagen, du bist eine Schande, sich für dich schämen und dann von einem Tag auf den anderen dich hochfeiern, das ist schon auch ein Kampf mit mir selbst. Also sprich, ich freue mich natürlich, ich nehme das alles an, aber man denkt schon noch dran, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Deswegen bin ich halt froh, dass ich meine Familie habe, die, egal was ich mache im Leben, in guten, auch in schlechten Zeiten, immer zu mir stehen. Wie geht's denn eurem Hausmeister, dem Engelbrecht? Dem Engelbert. Engelbert heißt er, Entschuldigung. Dem geht's gut. Was macht der? Der mäht draußen Rasen und so. Also noch immer das, was er bis jetzt gemacht hat. Und das Lustige ist immer, wenn dann Touristen kommen und die sehen ihn dann vom Hotel. Und die schauen dann immer ganz mit großen Augen, ist das nicht der Engelbert? Aber warum arbeitet der noch? Also die glauben, dass der reich ist, weil man ihn jetzt kennt. Oh, aber also reich, ohne zu arbeiten, ohne irgendwas gemacht zu haben. Das geht ja viel. Und die, ja, wundern, ja, sich dann, die wundern sich dann, warum der noch arbeitet. Aber das ist halt sein Job. Und durch berühmt sein allein kann man kein Geld verdienen. Das geht nicht. So, und du schaffst es aber aus diesem Berühmtsein. Berühmtsein haben wir ja jetzt gelernt, auch gerade in den letzten Jahren, ist ja offenbar mittlerweile ein Wert an sich. Du schaffst es, das in bare Münze umzusetzen? Ja, also es ist halt bei mir so, dass ich komme jetzt gerade von der Fashion Week zum Beispiel. Davor hatte ich einen Job als Formel 1 Reporterin. Davor hatte ich einen Dreh, weil ich jetzt in der Jury sitze. Also ich mache zwar ganz viele Sachen, aber mein großer Traum bleibt die Filmbranche, die guten Rollen, weil ich bin halt, also ich will nicht geistig unterfordert sein. Model allein reicht mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch diverse andere Jobs, die ich zwar liebe zu machen, aber so richtig erfüllen tut mich nur eine gute Rolle, wo ich mich reinsteigern kann. Das brauche ich. Siehst du dich eigentlich so als Verona Poth 2.0? Nein, gar nichts. Warum nicht? Was machten die alles? Ja, alles Mögliche. Die hat irgendwie 1000 Sachen gemacht. Nein, gar nicht. Nein. Also erstens grillt sie doch mit euch, ne? Ja, die grillt doch auch, ne? Ja, Verona grillt auch. Die musst du kennenlernen beim Grillen. Larissa grillt ja auch für Österreich. Er meint es einfach, die Verona hat es verstanden, danke, dass alle denken, sie wäre dumm, aber sie ist eine sehr kluge Geschäftsfrau. Sie ist bauernschlau, ist sie. Sie hat sehr viel Geld verdient und hat den Leuten verkauft, sie wäre dusselig. Und du hast es einem ja auch nicht leicht gemacht, dich zu mögen. Die ersten drei Tage, ich habe jede Sendung gesehen, die ersten drei Tage habe ich gedacht, man muss ihr helfen, aber nicht da. So. Und erst ab dem dritten Tag fing es an, dass man sagte, so, jetzt mag ich die anderen nicht mehr. Die sollen die in Ruhe lassen. Und das machst du sehr gut. Wir waren alle am Überlegen, bist du jetzt echt so oder nicht? Spielst weißt du das? Und wenn es eine Rolle war, war es eine Sensation. Hast du einen Oscar verdient. Weißt du, das fragen sich die Leute heute noch. Aber man muss ja nicht jedes Geheimnis lüften. Und at the end of the day, ich bin so, wie ich bin auch. Ja. Also ich bin, glaube ich, ein anständiger Mensch. Auf jeden Fall bist du die Treppe besser runtergegangen wie im Dschungel. Ja, das ist das eine. Ja. Und ich sag mal so. Ja. Ich hab ja viele Leute, glaube ich, die immer so hin und her gerissen waren zwischen schicken wir sie in die Wüste oder adoptieren wir sie. Ich habe mich sehr früh dafür entschieden, sie definitiv zu adoptieren. Larissa, ich wünsche dir alles Gute für das, was da jetzt so kommt. Immer großes Vergnügen mit dir. Herzlichen Dank. Freunde, sagen wir so weit. Und ich habe ja auch schon von Dani Lowinski, Anna und die Liebe, also ich habe ja im Cop Stories, ich habe schon einige Rollen gespielt. Auch schon vor dem Dschungel. Bin ja auch am Theater groß geworden. Also das war schon immer da. Nur von Filmrollen allein kann ich nicht leben. Und bist du in den Dschungel wegen der Kohle? Ehrlich? Ich bin in den Dschungel, Geld spielt natürlich eine Rolle, ich würde lügen, wenn nicht. Es war ein gutes Angebot, ich habe mir 4 Jahre Zeit, also ich habe ja schon mal dieses Angebot bekommen, habe aber meine Schauspielausbildung in Amerika zu Ende gemacht. Mhm. Und danach hatte ich nichts zu tun und dann bin ich in den Dschungel. Du hattest einfach freie Zeit. Genau. Schauen wir mal. Und ich dachte mir, die haben jetzt mir gesagt, als ich in den Dschungel gehe, bevor ich mich entschlossen habe, die haben auch zu mir gesagt,
Also wenn du da reingehst, es kann am Ende ganz, ganz böse werden oder ganz gut. Und ich mag das irgendwie. Melanie Müller saß neulich hier und sagte, ich genieße jetzt mein neues Leben als Schrottpromi, sagte sie. Die hat eigentlich, die verdient wirklich gutes Geld. Ja, die macht auch einen sehr aufgeräumten Eindruck. Und das ist okay, ist jeder nur seine. Habt ihr Kontakt? Wir haben keinen Kontakt, das liegt aber wahrscheinlich auch an unserem Lebensstil zurzeit, weil wir nur reisen und so, aber man hört ja immer wieder voneinander. Man so. Ruft sich an. Ja, unter anderem, natürlich. Und jetzt die Wahrheit? Okay. Aber ja, wenn sie Zeit, ja doch, SMS ja. Und so. Ja. Wenn du auf diese Zeit zurückschaust, wir haben hier gerade gehört von dem Sturm, den Carmen Thomas über sich ergehen lassen musste, beispielsweise. Mhm. Wir haben auch hier darüber gehört, wie schwierig es war, bestimmte Dinge dann auch unterm Teppich zu halten. Wie schaust du auf diese Zeit zurück, über diesen Wahnsinn, der da über dich wirklich medial hereingebrochen ist? Muss man sich das so vorstellen? Also zu Hause am Wörthersee mit Paparazzi hinter jeder Hecke und auch im Wasser? Ja, bei mir war halt das insofern ein bisschen... Ich sag mal, ich würde selbst sagen, unterhaltsam, weil zuerst war ich die Schande Österreichs. Es gab Leute, die haben eine Hassgruppe gebildet, gesagt, ich schade dem Land, ich schade dem Tourismus. Und dann von einem Tag auf den anderen kriege ich irgendwie so einen Preis, so eine Award. Ach, danke, dass du hier bist, bist toll. Du bist die neue Sissi, das war dann so. Sozusagen, wir sind stolz auf dich. Und das ist halt dann auch für mich persönlich, wenn man dann alles liest im Nachhinein, wirklich, wenn man es, wenn dir Leute sagen, du bist eine Schande, sich für dich schämen, und dann von einem Tag auf den anderen dich hochfeiern, das ist schon auch ein Kampf mit mir selbst. Also sprich, ich freue mich natürlich, ich nehme das alles an, aber man denkt schon noch dran, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Mhm. Deswegen bin ich halt froh, dass ich meine Familie habe, die, egal was ich mache im Leben, in guten, auch in schlechten Zeiten, immer zu mir stehen. Mhm. Wie geht's denn eurem Hausmeister, dem Engelbrecht? Dem Engelbert. Engelbert heißt er, Entschuldigung. Dem geht's gut. Was macht der? Der mäht draußen Rasen und so. Mit Urin vor bis vor 150 Jahren. Urin ist die älteste Seife der Welt. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Das ist interessant. Ich grad, okay. Ja, wie kann man eine Stunde in einer Sendung über Urwald drei Stunden nur über Urin? Ja, und ich habe schon 4 Bücher darüber geschrieben, ja. Weil es ein atemberaubendes Thema ist. Ja. Ja. Larissa, lass mir gesagt sein. Ich glaube, die hätten im Urwald deutlich besser gerochen, wenn sie öfter mal sich mit Urin ein wenig gereinigt hätten. Ja, zweitens hätten sie alle Piekser, die sie abbekommen haben, hätten sehr genützt. Also, weil Urin ist derartig in allen Kulturen zu jeder Zeit, ich habe das auch am Anfang nicht geglaubt. Aber nun bin ich 25 Jahre zwangsbefasst mit dem Thema, weil nachdem ich die Sendung gemacht hatte, bin ich aus der ganzen Welt eben überschwemmt worden. Ja. Das Buch ist in 7 Sprachen übersetzt worden. Aber das Deutsche ist ja dieses Energiethema, das sich seit letztem Jahr daraus entwickelt hat. Heißt? Handystrom wird aus Urin gewonnen. Es werden Batterien mit Urin betrieben. Generatoren, die Glühbirnen ans Leuchten bringen, mit Urin betrieben. Aber wir pinkeln morgens nicht auf den Akku, sondern nein, wie läuft das dann? Ich denke, man muss demnächst sozusagen statt Nespresso. Dass man in sein Badezimmer ein Gerät hat, wo man, es ist wirklich kein Traum. Ja, wo man demnächst seinen Föhn und seinen Rasierer und seine elektrische Zahnbürste mit der Energie aus der eigenen Blase betreiben kann. Absolut. Also, wir machen Folgendes. Wir unterhalten uns noch mal sehr speziell, sehr lange, sehr intensiv nur über Urin. Wir beide, hier in dieser Sendung. Das Und dann reden wir mal ganz ernsthaft unter Jürgen. Ich finde das sehr interessant. So, Larissa, herzlichen Dank. Jetzt, wo wir so viel über Urin gesprochen haben, muss ich pinkeln gehen? Ja, nein, wir sind auch gleich durch. Larissa, was ich vor allen Dingen wissen wollte, wie habt ihr euch denn sauber gehalten da im Urwald eigentlich? Wasser. Wir hatten so eine Dusche morgens. Gut, aber sauberes Wasser und Seife und all das, was man da braucht? Nee, das war nicht wirklich sauber, aber also ich habe jetzt nicht dran gedacht, ob ich sauber bin oder nicht. Da habe ich noch eine Bemerkung. Auf der ISS jetzt gerade trinken die Astronauten ihren gefilterten Urin. Hättet ihr auch machen können. So. Also, was ich vor allen Dingen... Stimmt das wirklich? Das stimmt wirklich. Stimmt, ja, das stimmt. Auch in Köln wird man sagen, das ist eine Bissverzell, ne? Also immer, wenn ich um die Uhrzeit in irgendeiner Sendung bin,
Das letzte Mal war ich in irgendeiner Show, da haben sie, ich glaube, eine Stunde über, oder eine halbe Stunde über Darm und Kacke gesprochen. Ich glaube, das war auch hier bei uns. Ich glaube, im Ernst. Dass man in seinem Badezimmer ein Gerät hat, wo man, es ist wirklich kein Traum. Ja, wo man demnächst seinen Föhn und seinen Rasierer und seine elektrische Zahnbürste mit der Energie aus der eigenen Blase betreiben kann. Absolut. Also, wir machen Folgendes. Wir unterhalten uns noch mal sehr speziell, sehr lange, sehr intensiv, nur über Urin. Wir beide, hier in dieser Sendung. Das finde ich spannend. Und dann reden wir mal ganz ernsthaft unter Jürgen. Ich finde das sehr interessant. So, Larissa, herzlichen Dank. Jetzt, wo wir so viel über Urin gesprochen haben, muss ich pinkeln gehen. Ja, nein, wir sind auch gleich durch. Larissa, was ich vor allen Dingen wissen wollte, wie habt ihr euch denn sauber gehalten da im Urwald eigentlich? Wasser. Wir hatten so eine Dusche morgens. Gut, aber sauberes Wasser und Seife und all das, nee, was man das da so braucht? Nee, das war nicht wirklich sauber, aber... Also ich habe jetzt nicht dran gedacht, ob ich sauber bin oder nicht. Darf ich noch eine Bemerkung machen? Auf der ISS jetzt gerade trinken die Astronauten ihren Urin. Gefilterten Urin. Hättet ihr auch machen können. So. Also, was ich vor allen Dingen... Stimmt das wirklich? Das stimmt wirklich. Stimmt, ja, das stimmt. Also in Köln wird man sagen, das ist eine Bissverzell, ne? Also immer, wenn ich um die Uhrzeit in irgendeiner Sendung bin, das letzte Mal war ich in irgendeiner Show, da haben sie, ich glaube, eine Stunde über, oder eine halbe Stunde über Darm und Kacke gesprochen. Ich glaube, das war auch hier bei uns. Ich glaube, im Ernst, das war Darm mit Charme. Das ist eine sehr junge Medizinstudentin, die einen riesigen Bestseller gelandet hat, genau mit diesem Thema. Julia Enders, oder Julia Enders, so heißt sie. Und die so faszinierend wie niemand anderer über den eigenen Darm berichtet. Zufälligerweise war ich da auch hier. Warst du auch? Ja. Also, nicht da, weil es war was anderes. Schließt sich der Kreis. Schließt sich der... Ja. Also, dann ist er weg. Weg davon. Ja. Der Dschungel ist eine ganze Weile her. Wir haben dich gesehen bei Let's Dance in der Zwischenzeit. Mhm. Wie geht's dir? Wie schaust du auf das zurück, was da jetzt passiert ist? Du bist ja da rein. Wir haben das alle gesehen damals und dachten, oh, 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 oh. Mhm. Das könnte böse werden, für sie vor allen Dingen, weil du dort auf eine Art und Weise unbequem warst, sage ich mal, für die anderen Mitbewohner, Mitcamper. Dass man dachte, okay, die wird es jetzt schwer haben. Und dann kippte das Ding plötzlich. Hat das angehalten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Dschungelcamp war für mich schon so ein Sprungbrett. Mhm. Vor allem jetzt in Deutschland. Ich habe danach sofort das nächste Angebot bekommen für Let's Dance, was für mich Wahnsinn ist. Weil Let's Dance ist die größte Ehre, die man haben kann. Weil nach dem Dschungel, dann in so ein Format rein, ist schon eine super Sache. Warum ist das eine Ehre? Eine Ehre insofern, weil es halt... Ich glaube, die hätten im Urwald deutlich besser gerochen, wenn sie öfter mal sich mit Urin ein wenig gereinigt hätten. Ja, kann man erstens das, so sagen? Zweitens hätten sie alle Piekser, die sie abbekommen haben, hätten sehr genützt. Also, weil Urin ist derartig in allen Kulturen zu jeder Zeit, ich habe das ja auch am Anfang nicht geglaubt. Aber nun bin ich 25 Jahre zwangsbefasst mit dem Thema, weil nachdem ich die Sendung gemacht hatte, bin ich aus der ganzen Welt eben überschwemmt worden. Ja. Das Buch ist in 7 Sprachen übersetzt worden. Aber das Deutsche ist ja dieses Energiethema, das sich seit letztem Jahr daraus entwickelt hat. Heißt? Handystrom wird aus Urin gewonnen. Es werden Batterien mit Urin betrieben. Generatoren, die Glühbirnen ans Leuchten bringen, mit Urin betrieben. Aber wir pinkeln morgens nicht auf den Akku, sondern wie läuft das dann? Ich denke, man muss demnächst sozusagen statt Nespresso, Nespisso, dass man in sein Badezimmer ein Gerät hat, wo man, es ist wirklich kein Traum, ja, wo man demnächst seinen Föhn und seinen Rasierer und seine elektrische Zahnbürste mit der Energie aus der eigenen Blase betreiben kann. Absolut. Also, wir machen Folgendes. Wir unterhalten uns noch mal sehr speziell, sehr lange, sehr intensiv nur über Urin. Wir beide, hier in dieser Sendung. Das Und dann reden wir mal ganz ernsthaft unter Jürgen. Ich finde das sehr interessant. So, Larissa, herzlichen Dank. Jetzt, wo wir so viel über Urin gesprochen haben, muss ich pinkeln gehen. Ja, nein, wir sind auch gleich durch. Larissa, was ich vor allen Dingen wissen wollte, wie habt ihr euch denn sauber gehalten da im Urwald eigentlich? Wasser. Wir hatten so eine Dusche morgens.
Gut, aber sauberes Wasser und Seife und all das, nee, was man das da so braucht? Nee, das war nicht wirklich sauber, aber also ich habe jetzt nicht dran gedacht, ob ich sauber bin oder nicht. Da habe ich noch eine Bemerkung. Auf der ISS jetzt gerade trinken die Astronauten ihren Urin. Gefilterten Urin. Hättet ihr auch machen können. So. Also, was ich vor allen Dingen. Stimmt das wirklich? Das stimmt wirklich. Stimmt, ja, das stimmt. Auch in Köln wird man sagen, das ist eine Bissverzell, ne? Also immer wenn ich um die Uhrzeit in irgendeiner Sendung bin, das letzte Mal war ich in irgendeiner Show, da haben sie, ich glaube, eine Stunde über oder eine halbe Stunde über Darm und Kacke gesprochen. Ich glaube, das war auch hier bei uns. Ich glaube, im Ernst, das war Darm mit Charme. Das ist eine sehr junge Medizinstudentin, die einen riesigen Bestseller gelandet hat, genau mit diesem Thema. Julia Enders, oder Julia Enders, so heißt sie. Und die so faszinierend wie niemand anderer über den eigenen Darm berichtet. Zufälligerweise war ich da auch hier. Warst du auch? Das ist nicht da, weil es war was anderes. Schließt sich der Kreis. Schließt sich der. Ja. Also.